Ja, hallo zusammen. Ich wollte euch nur mal ganz kurz mein Modpack zeigen. Da gibt es ja immer wieder mal Fragen in den Videos und auch in den Kommentaren und allgemein. Und deswegen habe ich euch jetzt das mal soweit zugänglich gemacht. Habe jetzt mal das so ein bisschen verfeinert, wie es mir gefällt. Und jetzt bin ich fertig. Deswegen gibt es jetzt das Ganze. Schauen wir es uns mal an. Ich habe mir die Bilder hier von den Besatzungsmitgliedern habe ich verändert. Die Abzeichen wurden auch überarbeitet. Die Garage zeigt den, ja, sagen wir mal, den ehemaligen Reichstag im zerstörten Berlin. Finde ich eine ganz stimmige Garage. Es wird auch gefeiert. Also das heißt jetzt, ich will jetzt hier nichts irgendwie beschönigen oder schlecht reden. Also ich finde es halt optisch einfach ganz schön. Deswegen die Garage. Was noch? Ich habe natürlich die Two-Road-Garage drin, dass man einfach da ein bisschen besseren Überblick hat. Mit allen möglichen Variationen zum Selektieren. Hat man dann hier also. Dann natürlich auch die Symbole etwas überarbeitet hier. Feuerlöscher und alles pipapo. Ja, ansonsten ist, glaube ich, hier alles dann wiederum Standard. Ich springe mal ins Gefecht, um euch auch noch im Gefecht so ein bisschen was zu zeigen. Ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht zu sehr, weil es soll ja kein klassisches Let's Play sein. Hier sieht man natürlich auch, man hat die Siegchance, wobei bitte nach der nicht immer ausgehen, das ist einfach nur eine reine Wertung. Und ansonsten, ich habe hier auch die Icons etwas überarbeitet. WN wird zweistellig angezeigt, deswegen habe ich sozusagen eine WN von 66, also das geht von 1 bis 100 oder 0 bis 100. Und ja, ich glaube, die Farbgebung ist klar. Rot schlecht, orange mittel. Grün gut, Türkis sehr gut, lila wäre dann Unikum. Ansonsten, natürlich, man sieht, oh gut, hör doch, Ping auf. Man sieht hier unten, oh, nein, egal, da wurde Durchbruchswagen 2 ist, also ist das Infopanel. Das heißt, da sieht man auch immer, da sieht man ganz schön das Gewicht, die Panzerung, wie viel Durchschlag und Schaden der man mit einer Kanone oder mit einem Schuss macht. Naja, oben typische XVM eben. Was gibt's noch? Was ist alles gemacht? Man sieht bei meinen Icons rechts beim Gegner so kleine Sternchen. Das heißt, die Gegner wurden noch nicht gespottet. Wenn die Sternchen weg sind, wurden sie gespottet. Mit Steuerung macht man das Ganze hier groß. Ich habe mir das auch ein bisschen überarbeitet, dass ich hier diesen Strich habe, wo ich hinschaue. Den finde ich immer persönlich sehr, sehr wichtig und ich brauche den eigentlich. Ja, ansonsten, der Rest ist dann auch wieder normal. Als Crosshair nutze ich Jimbos. Ist so eins meiner Lieblings-Crosshairs, ist recht simpel, recht nüchtern und trotzdem ganz schön gemacht mit Nachladezeit. Ich habe den Shell Remove gemacht, das heißt, dass man jetzt hier keinerlei Hindernisse mehr hat oder dass man den Schatten nicht mehr sieht vom Fernrohr sozusagen. Sieht man ganz schön, also man hat weiterhin den ganzen Blick auf das Geschehen. Dann habe ich noch einen Damage Indicator, den seht ihr dann, wenn jemand auf mich nachher schießt. Da sieht man dann, ob mit was geschossen worden ist. Gold, Normal, AP, HE. Ich hoffe, dass ich jetzt bald einen Gegner habe. Und natürlich habe ich auch einen oben links, wo ein Treffer 0 steht, sieht man auch noch ganz gut. Dann, wenn ich jemanden treffe, wird das Ganze dann addiert. Und ich sehe, wie viel Schaden ich am Ende gemacht habe. Jetzt hoffe ich, bekomme ich noch ein bisschen Action. Wie gesagt, das will ich euch dann schnell zeigen. Oh, ja. Ich habe übrigens, ich glaube, 24 Zoom habe ich drin. Jetzt sieht man auch unten, jetzt sieht man auch schön den Schaden. Ob RAM-Schaden, ob abgeprallt, ob natürlich eben AP. So, irgendwie machen wir es auch weg. Ich schreie nach Action, dann stehen auf einmal vier Leute, drei Leute vor mir. Auch ganz amüsant. Aber jetzt sieht man ganz schön, ich habe sozusagen 8 Treffer gemacht. 535, man sieht, welchen Schaden man zuletzt gemacht hat. Also das ist alles doch ganz, ganz schön. So, da bin ich auch raus, aber das ist auch okay.
Ich wollte eh nicht. Also man sieht auch jetzt wieder, der M3 hat mit AP geschossen. Blau ist dann HE in dem Fall müsste sein. Und man sieht natürlich auch diese Silber-Symbole, das steht für Credits, wenn dann das als Gold wäre, sieht man auch genau, der hat mit Gold geschossen. Jetzt hoffen wir, dass der Kampf schnell rum ist, dass ich euch noch das Gefechtsergebnis und sonstiges zeige. Aber schaut eigentlich ganz gut aus. So, jetzt nur noch der Durchbruchswagen. Dann ist das Match auch schon rum. Ideal. Besser kann es für so ein Video gar nicht laufen. So, leider hatte ich gerade einen Absturz, aber ich habe einfach sozusagen, ich mache jetzt hier weiter, wo es gerade weitergegangen wäre. Ich habe einfach nochmal ein neues Match gemacht. Und ja, also, wie schaut es hier aus? Schaut hier eigentlich alles normal aus, die Wehrpass und Gefechtsergebnis, das kennt man alles. Das Einzige, was noch zu meines Erachtens zu erwähnen ist, ist hier das Ganze. Dann sieht man, wie war das letzte Spiel, war ein Sieg, wie viel Erfahrung hat es gegeben. In dem Fall sieht man dann tausend, oh, Entschuldigung, sieht man da 1098, wie viel Credits hat es dafür gegeben, was für Medaillen hat man erhalten. Und hier ist dann eben das letzte Gefecht auch nochmal aufklamüsert und die Sitzungsstatistik. Das sieht man, ich habe bis jetzt gerade heute 10 oder bis jetzt zum Standpunkt 10 Gefechte gemacht, habe davon 8 gewonnen, habe 270.000 Credits in Summe eingenommen, Ausgaben da schon abgezogen, ich habe 19 zerstört, das heißt 1,9 pro Kampf. Ich habe eine 85-prozentige Trefferrate, Schaden habe ich verteilt 8.500, Schaden halten, das könnt ihr alle lesen, und die Effizienz, die bis jetzt sozusagen erfahren worden ist, und die WN6, die ich da jetzt erfahren habe. Also ich glaube, das ist alles ganz schön. Anzumerken habe ich noch von Kriegstreiber noch die Sounds drin. Das hat man, glaube ich, im Gefecht auch gehört. Sowohl die Funksprüche oder die Sprüche, als auch die Motoren und alles drum und dran. Also ich finde das ganz stimmig. Wem es gefällt, darf es gerne downloaden. Wer nicht, mein Gott, gibt noch so viele andere, dann macht's was anderes. Damit sind hoffentlich die Fragen beendet, woher man mein Modpack haben kann und was da beinhaltet ist. Also, vielen Dank, viel Spaß, haut's rein.